das Ziel ist, auf jeden Fall Geschäftsführer zu werden. Aber bis dahin müssen wir mal gucken über irgendwie Projektleitung oder auch erstmal technisches Chefdesign. Gucken, wo es dann hingeht. Der Weg zum Teamleiter beinhaltet schon Qualifizierungsmaßnahmen. Wir haben da auch einen Prozess gewählt, der sehr stark auf die Conterra zugeschnitten ist, der so unseren Werten und unseren Vorstellungen entspricht. Da kriegt man so das Handwerkszeug. Dann profitiert man natürlich von denen, die vorher Führungserfahrung hatten und gibt das Wissen weiter. Und so ist es auch jetzt bei dem Schritt zum Bereichsleiter so gewesen, dass wir nochmal den Prozess wieder aufleben haben lassen und dann mit den Teamleitern auch zusammen nochmal die Dinge uns angeschaut haben, die wir so für wichtig erachten. Was muss eine Führungskraft so für Werte vermitteln? Was sind so die Rahmenbedingungen? Ne? Ich habe durchaus schon einige Fortbildungen besucht, während ich hier bei Conterra bin. Also in der Regel klappt das einmal im Jahr, dass man sowas machen kann. Und dann teilen wir das bei uns im Team auch so ein bisschen auf. Ich war durchaus auch schon bei technischen Schulungen, Softwarearchitektur und so weiter und so fort. Da ich aber auch als Scrum Master, die Rolle des Scrum Masters auch durchaus ausübe, habe ich auch schon einige Schulungen im Bereich Soft Skills gemacht. Also wie moderiert man und wie funktioniert überhaupt agile Softwareentwicklung? Das ist ja das, was wir bei uns tun und auch vorantreiben wollen. Und genau, in dem Bereich habe ich auch schon ein bisschen was machen können. Wir kriegen natürlich Schulungen und Fortbildungen, hier natürlich hauptsächlich, sage ich jetzt mal, im technischen und methodischen Bereich. Also zum Beispiel natürlich rund um die Esri-Technologie, aber auch Methodiken zur Anforderungsanalyse werden wir geschult. Wenn es jetzt darum geht, wirklich zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht und was er von einem möchte und auch das Fachwissen für den entsprechenden Bereich, zum Beispiel Versicherungen, Immobilien aufzubauen, das ist natürlich so ein Stück weit Learning by Doing. Da muss man Erfahrungen sammeln und dann muss man einfach reinkommen und irgendwann stellt man fest, dass man ja fast die gleiche Sprache spricht wie der Kunde. Ja, ich beschäftige mich ja ganz viel mit Personalmanagement im weitesten Sinne, also nicht mit der Verwaltung, sondern eben mit allen Dingen, die neue Mitarbeiter betreffen, unsere bestehenden Mitarbeiter. Ich begleite sie auf dem Weg zu Fortbildung auch. Wenn die neu anfangen, dann bekommen sie ein ganzes Paket, dass sie erstmal fit werden für ihre Aufgaben und das organisiere ich meistens, aber auch eben für unsere bestehenden Mitarbeiter, die ja auch jedes Jahr ihre Fortbildungswünsche äußern und das soll ja auch alles realisiert werden und dafür bin ich dann auch zuständig.